Achtung, in diesem Video wird gelacht, obwohl dies illegal ist. Hey Leute, was geht? Bevor jetzt das wunderbare Video anfängt, die streamen gerade schon und vielleicht wollt ihr vorbeischauen, weil es gibt heute Abend nämlich wieder ein Community-Event und andere lustige Sachen. Wenn ihr Lust drauf habt, kommt in den Stream. Hier ist der Link. Cool. Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, das jetzt aufzunehmen. Aber netterweise habe ich jemanden gefunden, der immer Zeit und Lust hat, mit mir Videos zu machen. Willkommen hier, lieber Vive HD. Was geht? Ich habe ein neues Mikrofon, by the way. Ja, klingt absolut kotze, Lukas. Ich würde sagen, das sollte ich an der Stelle nochmal überarbeiten. Ich würde sagen, wir schauen uns heute wieder YouTube-Kacke an und dürfen dabei nicht lachen. Lukas, solltest du lachen, schuldest du mir 10.000 Euro. Beginnen wir mit dem ersten Video. Monte ist Insta-Model, YouTube-Kacke vom guten, hungrigen Hugo. Ein absoluter Ehrenbruder. Lukas, bist du bereit? Okay, ich bin ready, Digga. Let's go. 3, 2, 1 und los. Mit einem Spaß mit Spezialmusik. Bin bereit. Hier die erste Person. Ich hab schon voll verkackt. Richtig. Ja, 10.000 Euro an mich an der Stelle, ne? Ja, perfekt. Also, finde ich schon ein bisschen geschrieben. Ach ja, geschrieben. Über alle Bilder. Guck dir mal die Nase an, bitte, die doch wieder Voldemort. Ist es ein Ladyboy oder nicht? Ich würde es auf jeden Fall gönnen, oder? Vor allem. Also ich, ist es ein Ladyboy, Lukas? Würdest du sagen, ist es ein Ladyboy? Ja, aber ist stabil. Perfekt, kann man sich also gönnen, sagst du. Ja, und rein. Ja, ja. Ja, Prozent, Digga. Das ist doch die Xbox. Die süße, süße. Aber ich will jetzt nicht mehr dazu sagen. Als ich mitbekommen habe, dass sie mit den Zusammenfassungen erklärt, warum geht die mit so einem Idioten auf? Oder? Danke dir, Digga. Und im Strich. Danke dir, Digga. Das ist eine geile Sau. Das ist eine geile Sau. Oh, Geh doch mal raus. Coronavirus. Möglichst einen Meter Abstand von Mitmenschen halten und wegdrehen. Beim ins Gesicht fassen gelangen Viren in die Schleimhäute. In Kontakt mit anderen Menschen sollte man. Also, Digga, Rudi, was ist denn da los? Ich finde, dass du gut aussehender Mann bist. Zum Thema von Nico, und zwar zum Thema Big Tits. Auf jeden Fall eine gute Oberweite. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, fühle ich sehr diese Körperform, oder? Ja. Siehst du nicht eigentlich ähnlich aus, nur ein bisschen fetter noch? Ja, und halt ohne Muskeln, ne? Perfekt, ja, gut. Props raus, auf dem auf jeden Fall schon nice rüber. Was sagst du? Ist auch. Ah, ja. Oh, Junge, oh. Ganz ehrlich, Inscopes Form verwundert mich immer wieder. Mal ist es so, aber es ist eigentlich immer abstoßend. So, Lukas, machen wir direkt weiter mit YouTube. Warte mal, leise. Irgendeine Alexa redet hier. Hast du die Alexa gekauft? Ja. Perfekt. Machen wir weiter mit YouTube-Kacke auf einem Containerschiff. Bist du bereit? Ich wollte nicht wissen, wie es auf einem Containerschiff zugeht. Unterwegs mit einem. Wenn Alexa vielleicht kurz die Fresse halten könnte, dann hinterher, Lukas. Es wäre gut, wenn du die richtig einstellst, okay? Die sagt, ja, halt die Fresse. Perfekt. Lukas. Wir leben hier wie in einem Hotel. Der Standard ist auch sehr gut. Wir haben keinen Fernseher, wir haben kein Internet. Okay. Der Standard ist doch nicht gut. Schade eigentlich, oder? Scheinbar ist der Standard nicht so gut. Ich bin noch nicht fertig. Spaß. Jetzt schauen wir, dass wir auch Internet an Bord bekommen, damit alle YouTube-Kacke schauen können. Das ist sehr wichtig. Ja, ja, das ist auch wichtig. Koch, dann hast du einen guten Koch und du einen starken Schaft. Wenn du einen schlechten Koch hast, dann kannst du den manchmal einfach in den Arsch treten. Das ist gut. Manchmal übernehme ich diesen Part. Dann lasse ich mich in der Küche sehen und koche was. So schlecht bin ich nicht darin. Meine Familie macht sich immer über mich lustig, wenn ich Junge. Koche. Das ist nicht gut. Hier bei dieser Reederei stehen uns täglich pro Mann 9 Dollar zur Verfügung zur Verpflegung. Es müssen immer zwei Köche probieren, ob die Kacke schmeckt. Ah ja. Schmeckt scheiße, Leel. Schmeckt scheiße, Leel. Schiffe transportieren Scheiße, die man im Internet kaufen kann. Aha. Wenn du Containerschiffe auf Wish bestellst. Um zu sichern, ist eine Schaftwissenschaft für sich. Die schweren Container kommen ganz nach unten. Darüber verladen wir die leichteren Container. Alter, was ist daran so schwer, du? Das ist Bord. Eigentlich hat er recht. Was ist daran so schwer? Das ist Horst Lichter übrigens. Lichter. Alles klar. Virgilio hat einen Zahlsteil organisiert.
spezialisiert. Ein Saalstall. Elektriker und Ingenieure klauen damit jetzt einen Kompressor. Merkt doch so. Klauen ja, damit einen Kompressor. Früher wollte ich mal Dicker werden. Lebenstraum erfüllt. Ich bin ein Container. Junge, früher wollte er Ticker werden, jetzt ist er ein Container. Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Selbstverwirklichung. Festgefallen, weil ich etwas gestört bin. Angefangen habe ich als Ticker. Über dir ist dann nur noch der Chefkoch. Also okay. Habe ich mir gedacht, als klaue ich dem doch einfach seine Sachen und bin dann bald selber Chefkoch geworden. Sau clever, ja, den Chefkoch gut. Einfach die Sachen wegnehmen und dann selber zum Chefkoch werden. Ja, schlau. Das ist extrem intelligent. Ja, einfach smart. Ich bin echt auf den Kopf gefallen. Ah, okay. Ja. Bei normaler Reisegeschwindigkeit fressen die Maschinen 40 Tonnen Eiran. Oh, Junge. Um den Schiff. Eiran. Das ist ja das Schiff von Qatar, deshalb. Dafür habe ich studiert. Zu wild. Passiert. Soldaten sind meine Passion. Ah ja. Neuschen. Okay. Der zweite Offizier macht irgendwas. Es sieht so aus, als ob wir das sehr genau testen. Der macht einfach irgendwas. Ist egal, der macht einfach irgendwas. Aber wir spielen hier nur so ein bisschen herum. Ich darf auch gerade nicht hier sein. Alle anderen warten auf mich. Wir müssen ständig auf irgendetwas warten. Warten. Auf den Lotsen, warten auf irgendwelche Spastis, immer nur warten. Ja. Aber so ist das Leben. Ja, so ist das Leben, Digga. Ist ja der Kapitän. Heide. Achtung, Achtung, hier Heide. Spricht der Kapitän. Das ist die Ankündigung einer Übung. This is a drill, this is a drill. Lol, ich hab euch wieder voll verarscht. Ihr könnt jetzt wieder gehen. Diese Arme wieder angepisst, Junge. Laurea unternimmt einen kleinen Schiffsrundgang. Können wir loslegen? Also, wir sind... In der Regel bleiben Offiziere und Kapitäne und Offiziere und Tapeziertische 4 bis 6 Monate an Bord. Der Rest der Crew arbeitet gar nicht. Sie ach so. Ja auch Lohn. Die arbeiten einfach gar nicht perfekt. Nee, warum auch? Im Schlusslager stapeln sich Zigaretten, Toilettenpapier und Hochprozentiges. Hier können Crewmitglieder so richtig saufen. Dazu später mehr. Im exotischen Häfen wird manchen Behördenmenschen schon mal eine Fanta Exotik aus der Schatzkammer in den Arsch gesteckt. Okay. Warum auch? Interessant. Ich meine, ja, eine Fanta Exotik gehört. Okay. Ja. Kalvitas schnell wieder ab. Ey, Junge. 5, 6, 7, 8. Und dieser Vollspast ist jetzt schon so den Scheiß kann man jetzt schon so nicht geben. Deswegen machen wir weiter und klopfen bei irgendwelchen Leuten an der Tür. Alter, mach doch auf. Die klopfen bei irgendwelchen Leuten an, dieses Fernsehteam nervt so richtig. Du lachst gesoffen? Yes, of course. War auch hast du lachst gesoffen? Das mache ich so in meiner Freizeit. Musik hören, YouTube anschauen. Norraun. Okay. Dieser Windows Media Player, Digga. Sag Lohn zu meiner Alten. Das ist mein Zuhause an Bord. Ich lebe hier allein. Alle anderen sind über Bord gesprungen. Ist das so gut für das Schiff? Ich weiß es nicht. Als dritter Offizier musst du Wache auf der Brücke halten. Auch wenn du wirklich lebensmüde bist. Junge! Und sag ihm, dass er stimmt. Er wird dich absolut wegschallern. Boah, und jetzt kopfst du euch. Haha, okay. Südlich von Sri Lanka ist die See südlich. Meist in dieser Jahreszeit. Ja, Kapitän ja. Milutic hält eine kleine Rede. Auf der Welt gibt es zwei Arten von Menschen. Was hatten die gerade im Gesicht? Die einen sind einfach Nasen. Nur Menschen, die anderen Menschen. Ah. Wir sind einfach nur total debil. Das ist das Schöne am Leben. Okay. Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Mhm. Telefon. Ja. Ja, so ist geil. Das. Geil. Also ich glaube, die Crew sind große Fans von ihm. Lukas, bist du eigentlich großer Fan von DSDS? Pietro Lombardi ist doch dein persönlicher Star, oder? Lukas, ja. Vielleicht ganz kurz an der Stelle hier. Machen wir weiter. Also ich bin ganz ehrlich, die haben mich jetzt schon wirklich überzeugt. Ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall eine ganz geile Staffel wird. Ja, die fühlt es auch. Ja, ja. Wahnsinn! Warum schickst du mich Alter. In die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Das ist meine. Das gefällt sogar Pietro, Alter. Mama! Wer hat den Obdachlosen hier reingelassen? Life just begun! Junge, du kannst mir nicht erzählen, dass Knossi nicht durchgehend betrunken oder auf Koks ist. Ich weiß es mittlerweile auch nicht mehr. But now
my God and throw it all away. Und alle, Mama! Der erste Blick und der erste Kontakt. Ich schaue in deine Augen und du merkst, werde ich schwach. Oh! Wo ist dieser Clip her? Was du willst! Sascha? Hey, ist mal ohne Scheiß, wo ist der her? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo man sowas findet. Jurek.exe, Meme-Lot. Gib's mir doch! Ja. Es macht mir Spaß. Verliebt, instant verliebt. Gefühle, da kommen Gefühle auf. Du legst dich ins Zeug. Dieter ist so richtig verwirrt. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Jetzt wird's richtig unangenehm. Die Gold ist. Was ist eigentlich mit der Newstime momentan los? Der war doch mal ein richtig vernünftiger Journalist, der war mal ein guter. Ist ja auch egal. Ja, das läuft doch. Ja. Also. Ja, ja. Ja. Ich bin nicht im Takt. Filia Moin schreibt Radlberger. Wir versuchen das hier alle immer so gut zu reden, aber es war einfach katastrophal. Vielleicht. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die Pietro so insgesamt schon mal ins Gesicht gesagt hat. Ich war ein, zweimal dabei. Nico, lasst es einfach mit der Musik. Wir sollten es eigentlich alle lassen. Besonders du, Lukas. Besonders du. Ganz kurz zum Thema Musik. Mhm. Ich will nochmal anmerken, wenn ich du wäre, das ist eine Aufgabe, ne? Ich will es nur nochmal kurz ist erwähnen. Ist gestern produziert worden. Ja, ist okay. Gestern produziert okay. worden. Ja, ist okay. Ich weiß es nicht. Musikvideo kommt diese Woche. Gut, ich würde sagen, das war's an der Stelle dann von diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Wir haben auf jeden Fall an der Stelle genug gesehen und genug gelacht. Lukas, bist du unterhalten worden? Es interessiert mich nicht. Du hast auf jeden Fall des Öfteren hier gelacht. Das sind 10.000 Euro für mich an der Stelle. Ich bedanke kann ich dir leider nicht vorbeibringen wegen Corona, deswegen. Es gibt ja zum Glück PayPal und Online-Überweisung. Lukas, hast du. Ich bin an der Stelle raus, sonst geh doch einfach zur Tankstelle und kauf eine 10.000 Euro PaySafe-Card. Grüße gehen raus, macht's gut, haut da rein und schaut auf keinen Fall bei Vive vorbei. Und wir sehen uns danke, heute Abend im Livestream. Auf Wiedersehen, ciao. Ciao.